Hier ist Erik Bolosch am liebsten. Der Slowake ist Naturschützer und seit 18 Jahren im Tichertal im Naturschutzgebiet Hohe Tatra unterwegs. So lange beobachtet Erik schon die hier freilebenden wilden Tiere, vor allem die mehr als 40 Bären. Die Bären sind überall. Zu dieser Jahreszeit sind sie meistens in den Tälern, doch es ist nicht so einfach, dorthin zu kommen. Aber dort kann man sie hören, wie sie sich bewegen, Äste abbrechen und Geräusche machen. Wenn man sie aber stört, rennen sie davon. Mitten in Europa, fast unberührte Wildnis in der slowakischen Tatra an der Grenze zu Polen. Inklusive flüchtendem Bär. Doch die Wildnis der Hohen Tatra ist immer wieder Bedrohungen ausgesetzt. 2004 ging ein schwerer Sturm über die Landschaften hinweg. 3 Millionen Bäume wurden erst zerstört und viele dann vom Borkenkäfer befallen. Jahrelang tobte ein Streit zwischen Förstern und Naturschützern wie Erik. Die einen wollen die Bäume abholzen, die anderen sagen, wenn der Käfer die absterbenden Bäume befällt, lässt er die gesunden in Ruhe. Jeder will hier etwas anderes tun. Doch man sollte verstehen, dass wir im Nationalpark Zonen brauchen, in denen festgelegt wird, was man tun darf und was nicht. Bis heute hat die Slowakei keine klaren Schutzregeln für diesen europäischen Urwald. Immerhin, gejagt werden darf im Tichertal nicht mehr, sagt Erik stolz. Es ist auch sein Erfolg. Er hat viel für den Schutz der Bären geworben. Hier sehen Sie, wie die Bären an den Spitzen der Eschen knabbern. Fast alle Spitzen haben sie abgebrochen. Erik war 16 Jahre alt, als er sich das erste Mal in die Wildnis aufmachte. Er hat eine Umweltschutzorganisation gegründet, vor 2 Jahren mit Freunden einen Dokumentarfilm herausgebracht. Es ist eine Liebeserklärung an die beiden Täler Tichau und Koprowa im Süden der Hohen Tatra. Doch nur eine halbe Autostunde entfernt sieht die Tatra so aus. Schneisen für Skipisten, wo einmal unberührte Natur war. Vor 3 Jahren tief in die Landschaft gegraben. Lukas Prodanski ist der Marketingchef der Firma Tatra Ski Resort und er ist stolz. Wir haben sogar Schneekanonen. 90% des Schnees auf den Pisten stellen wir im Winter künstlich her. Wir können damit 5 Monate Skisaison garantieren. Dafür gibt es einen Teich mit Wasser für die Schneekanonen mitten im Nationalpark. Thomas Wanchura hat den Bau der Skianlagen vor Jahren angeprangert. Damals war er noch Leiter des Tatra-Nationalparks. Seinen Job hat er verloren wegen seiner Kritik. Der Umgang mit unserer Umwelt spiegelt die politische, soziale und wirtschaftliche Lage in der heutigen Slowakei wider. Leider leben wir immer noch in einer Zeit, in der die Regierung nicht in der Lage oder nicht willens ist, zu entscheiden, dass wir das Land und die Schönheit, in der wir leben, schützen müssen, wenigstens im Nationalpark. Naturschutz ist in der Slowakei auch 22 Jahre nach Ende des Kommunismus kein wichtiges Thema. Als Wanchura seine Stelle verloren hatte, regierten jene Sozialisten, die dieses Frühjahr wieder an die Macht kamen. Ihr Ziel, der Massentourismus, soll diesem Landesteil Wohlstand bringen. Smokovets, die größte Gemeinde im Skigebiet. Hier haben die Lokalpolitiker vor mehr als 5 Jahren den Raubbau an der Natur genehmigt. Doch so ganz läuft auch das mit dem Tourismus nicht rund. Die Bahn hoch auf den Bergen ist heute kaputt. Im Rathaus sind sie mittlerweile ernüchtert. Eine der Planerinnen, Maria Jablonska, legt Wert darauf, dass neue Projekte auf Eis gelegt werden.
Schon jetzt bleiben die Touristen aus. Trotzdem gibt es immer einen Konflikt zwischen Wirtschaft und Naturschutz. Einige Entwickler wollen auch jetzt noch neue Gebiete bebauen. Doch dieser Plan hier soll künftig gelten. Allerdings, so sagen Umweltschützer, hätten die Entwickler an diesem Landschaftsplan kräftig mitgeschrieben. Erik Bollosch will deshalb weitermachen und für den Schutz der unberührten Tatra werben. Von hier aus, seinem tristen Heimatort außerhalb des Nationalparkes. Hier unten hält ihn wenig, ihn zieht es fast immer hoch, zu seinen Bären. Von Frühjahr bis Herbst ist es schwierig, hier unten zu sein. Im Winter ist es okay. Dann, wenn sich die Bären im Tichertal ins Winterlager zurückgezogen haben.